Hallo, heute ist es endlich soweit. Die Lieferung ist heute gekommen mit der Deutschen Post. Es gibt ein Unboxing, obwohl viele das Wort nicht mögen. Das Video gehört aber in die Reihe Jagd nach alten Rennradschätzchen. Ich habe heute oder letzte Woche ein Rad ergattert, das ich schon lange haben will. Und zwar handelt es sich um ein Siegerrad von der Tour de France. 96-97, also um den Rahmen, der damals gefahren wurde. Damals konnte ich mir das Rad nicht leisten. Es hat damals ungefähr, schätze ich mal, gute 4.500 Euro gekostet. Das habe ich jetzt billiger bekommen. Es sind ja viele Jahre vergangen. Ich habe es aber nicht live gesehen. Rein Blindkauf aus eBay Kleinanzeigen. Und auch der Versand war ein kleines Problem, dass man den organisiert. Aber hat alles top geklappt, dazu nachher mehr. Jetzt packen wir das Rad mal aus und schauen mal, was da zu mir gekommen ist. Ein schöner, stabiler Karton, wie ihr seht. So schaut aber schon mal perfekt verpackt aus. Ich habe dem guten Herrn Instruktionen gegeben, was er alles machen sollte am Versand. Ich habe schon mein Laufrad Nummer 1 raus. Hier der Rest vom Rad. Abgeklebt schon mal, die Lackflächen weggebaut, was zum Wegmachen war, die Pedale zum Beispiel. Mal schauen, wo das alles ist. Es ist gut zerlegt. Ihr seht noch nicht so recht, was es ist. Ich werde das Ding jetzt zusammenschrauben und dann werden wir mal ein kurzes Fazit machen, wenn wir es uns anschauen. Was kommt raus? Ein Pinarello. Wenigstens hat er es schön abgeklebt. Gut gemacht. Perfekt.
Jetzt muss ich aber nachmessen, ob das tatsächlich die richtige Rahmengröße ist, was der angegeben hat. Weil ungesehen kaufen ist natürlich schlecht. Und ja, genau so wie bestellt passt. Das beruhigt mich jetzt ein bisschen, weil rein vom Augenmaß kann man sich oft nicht drauf verlassen. Das ist ein Teil, das definitiv mal wegkommt. Der Vorbau, der gefällt mir nicht. Das ist ein bisschen, schaut ein bisschen zu gesundheitsmäßig aus. Oder vielleicht auch nicht. Ich muss ihn erst einmal fahren. Vielleicht fährt er sich ja ganz gut. Als Bequemrad oder Schlechtwetterrad, weil der ein bisschen nach oben kommt, der Lenker. Vielleicht kommt mir das ja sogar entgegen ein bisschen. Schauen wir mal den alten Abdruck sehen. So. Spalt ungefähr gleich. Ja, da ein bisschen locker. Muss ich alles nachher noch fein justieren, wenn ich mal drauf sitze. Die Laufräder sind recht unspektakulär, aber neue Schwalbe bereift. Da war eine Rechnung zu sehen für 108 Euro noch. Ich werde das Fahrrad nochmal durchziehen lassen. Das dürfte der Schnellspanner sein. Jawohl, einmal. Und ja, da sind wahrscheinlich die Pedale drin. Da dachte ich erst, da was keine dabei sind, dass er die nicht mitgeschickt hat. Aber so wie es ausschaut, ist der Ersatz Pedale auch noch dabei. Was für ein System, weiß ich nicht. Ja. Dura Ace. Genau, da habe ich ein paar Schuhe mit dem System, wunderbar, das baut mich jetzt auf, mit denen kann ich arbeiten. Prima. Muss natürlich noch angepasst werden, bloß einmal, dass er drin steckt. So. Dann die Pedale. Pedale natürlich vorher fetten, wie klar. Da brauche ich fast noch einen schmäleren Schlüssel. Ist der schon schmal? Was ist Fahrradwerkzeug holen? Hilft nichts. Kurbelschlüssel. Gibt's ja extra.
Ich habe das Rad jetzt gewaschen, geschmiert und ein bisschen auf mich eingestellt, also die ersten Einstellungen immer gemacht, Sattelhöhe und so weiter, Lenker, und bin ein Stück gefahren und muss sagen, es läuft geschmeidig wie Eulenscheiße. Ich habe jetzt nichts Gröberes gefunden, kein Achter im Reifen, der Lack ist okay, alles funktioniert. Nicht ausgeschlossen, dass ich heute noch eine Runde drehe damit. Füllen wir nochmal drüber. Paris also, der Siegerrahmen von 96-97 mit Shimano Dura Ace Ausstattung drauf. Was mir wichtig war, dass noch eins von der ersten Reihe ist, also ohne Biste und ohne Carbon-Gabel. Genauso wollte ich es haben. Jetzt kommen wir zum Preis. Was habe ich bezahlt für das Fahrrad? Genau 400 Euro und die Hälfte von Porto. Das waren 30 Euro. Für 400 Euro habe ich also ein Siegerrad von der Tour de France bekommen. Gibt vielleicht ein paar kleine Detailverschönerungen, die ich machen will irgendwann, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Was noch? Ja. Der Vorbesitzer hat noch 108 Euro reingesteckt in das Fahrrad, hat es nochmal in der Fahrradwerkstatt checken lassen und hat einen Satz neue Schwalbe-Reifen aufgemacht, ist also neu bereift. Wenn ich so die 100 Euro noch abziehe, 108 Euro, dann bin ich bei ein bisschen über 300 Euro für das Fahrrad. Kann man wirklich nichts sagen. Wunderschönes Aluminium-Fahrrad. Schön im Lack. Ganz gute Ausstattung drauf. Und wie gesagt, der Paris wollte ich immer haben, weil wir damals nicht leisten können, jetzt habe ich eins. Ich sage mal danke fürs Zuschauen. Ich konnte es natürlich nicht erwarten, habe mich gleich aufs Rad geschwungen und mache jetzt meine erste Ausfahrt damit. Und was soll ich sagen, Sitzposition hervorragend, von der Geometrie passt mir das Radl richtig gut und geniales Abrollverhalten, läuft richtig, richtig geschmeidig. Freut mich jetzt echt. Und wo geht's hin? Zum Schwimmen, zum Baden. Macht man jetzt das letzte Mal gewesen in dem Sonntagsvideo. Ab in den Fluss. Das Einzige, was ich ändern muss, ist der Sattel, der ist mir zu hart. Da bin ich ein bisschen weicher, ich brauche einen besseren und bequemeren Sattel. Sonst top. Sau starke Strömung, Hochwasser. So, der Tag war voll genug heute. Jetzt ist wirklich Feierabend. Gibt es noch ein halbes Bier heute abends. Jetzt reite ich zurück. Und ich freue mich nochmal an meinem neuen Fahrrad.